Mittelpunkt jeglicher Bohrmaschine steht immer der Bediener. Im Bereich Bedienerkomfort gab es in den letzten Jahrzehnten erhebliche Fortschritte. Die Konzeptstudie Genius Cab will aufzeigen, was im Rahmen des Kabinendesigns heutzutage machbar ist. Ein ganz wesentlicher Teil der Entwicklung war, das zieht sich durch alle Bereiche durch, maximale System- und Funktionsintegration, natürlich Ergonomie, wie schon erwähnt, aber aus Kostengründen, und das Ganze muss bezahlbar sein, wir wollen also eine praxisnahe, reelle Lösung bieten, maximale Systemintegration. Das heißt, wir haben verschiedene Features aus Aluminium dargestellt, die sehr viele Vorteile in der Integration und vor allen Dingen in den optimierten Sichtverhältnissen bietet. Die Firma Heller als bekannter Hersteller von Lampen für die Automobilindustrie in erster Linie hat sich vorgenommen, wesentliche Elemente aus dem Automobil, aus dem Automotive-Bereich mit in die Baumaschine zu transportieren. Es sind zum einen Signaturlichter, die dem Fahrzeug eine gewisse Identität geben, ein gewisses Design. Es ist Matrixlicht, das ist eine sehr interessante Technologie. Wir haben auch Muster hier im Nebenraum, die beispielsweise bei Audi eingesetzt werden und die ein Blenden der hochgestellten Schaufel vermeiden. Das heißt, die Matrixlichter sind durch die bekannte Position der Schaufel oder des Arbeitsgerätes so ausgerichtet, dass sie nicht blenden. Hightech in der Baumaschine. Wir haben aktive Interior Lights, das heißt, wir haben im Dachhimmel flächige Gewebe als LED-Leuchten, die abhängig von der Situation die Farbe wechseln. Das heißt, ich komme ins Fahrzeug, bei mäßigem Außenlicht habe ich maximale Beleuchtung, das dimmt ab. Wir haben im Umfeld ums Fahrzeug Sensoren der Firma Bosch, Sie sehen es dann gleich, Näherungsschalter, wie Sie es vom Auto kennen. Wenn sich dem Fahrzeug etwas nähert, wird ein Teil des Dachhimmels rot. Das heißt, über zusätzliche optische Wahrnehmung, dass ich in einem Gefahrenbereich unterwegs bin oder dass sich ein Fahrzeug oder ein Fahrer oder ein Fußgänger dem Fahrzeug nähert. Ein wesentlicher Teil war die Kennung, das war ein, wie schon erwähnt, wichtiger Bestandteil, den die Flottenmanager uns sagten, dass wir wirklich dem Fuhrparkleiter die Möglichkeit geben, auf ein aktives Bauteil oder auf eine Kennkarte die Möglichkeiten des Fahrers zu spielen. Das heißt, Zutritt und Genehmigung und Berechtigung, ein Fahrzeug zu fahren, sind auf der Karte und auf der Cloud hinterlegt und können gesteuert werden. Das heißt, es bedient niemand mehr ein Fahrzeug, der keine Berechtigung hat. Ich kann dem Fahrer aber die Möglichkeit geben, das Fahrzeug zu öffnen, um Service zu machen, aber nicht loszufahren. Alle möglichen Kombinationen sind hier möglich und das sind auch große Teile der Firma Heller aus der Autoindustrie, die mit einem Flottenmanagementsystem der Firma Savi, das auf Cloud-Basis funktioniert, kombiniert ist. Die Firma Grammer, bekannt als Sitzhersteller, hat vor Jahren die Firma Eier gekauft. Das ist eine Elektronikfirma in Belgien und die Kombination ist dieser E-Power-Seat, ein elektrisch verstellbarer Sitz mit Memory-Funktionen und Lodorsenstützen und mit Massagefunktionen und Sitzheizung und Kühlung, all diese Dinge, die im Lampenmaschinenbereich gang und gäbe sind, aber ein ganz wesentlicher Teil war das HMI, Human Machine Interface, Maschinenschnittstelle. Es gibt in der Kabine nur ein einziges Display, das aktiv anzeigt und das aktiv steuert. Parallel, Sie sehen es im rechten Bildteil, gibt es eine Klaviatur und einen unter 45 Grad gestellten Joystick, der ergonomisch ausgerichtet ist. Unser Designer hat dann, weil es ja losgelöst nur eine Kabine alleine ist, ein Hingucker, aber ist natürlich kein finales Produkt und daher hat er ein komplettes Fahrzeug dazu gestellt, das allerdings so nicht Anspruch auf Tauglichkeit oder auf irgendwas erhebt, sondern einfach nur darstellen soll, so könnte eine Maschine ausschauen. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Bauforum 24 TV. Construction in Motion.